Herr Scholl-Latour, warum sind Sie ganz anderer Meinung und sagen eben nicht, dass man militärisch gegen Assad vorgehen müsste, obwohl doch der Westen ihn für die Verbrechen verantwortlich macht? Zunächst möchte ich erwähnen, dass der Kollege Todenhöfer, der hier eingeladen hat, wegen des blöden Titels dieser Sendung. Es ist sehr gut, dass sich endlich mal jemand mit Syrien befasst und nicht nur mal mit Stuttgart 21. Aber der Titel dieser Sendung ist natürlich eine Vorwegnahme und eine Verurteilung und ich muss sagen, gehässige Formulierung auch. Dass die Massaker stattfinden, will ich absolut nicht bestreichen, aber die Zeugenaussagen sind sehr einseitig und man schaut doch an, was aus Libyen geworden ist. Nicht? Aber wo ist denn? Es ist doch im totalen Chaos im Moment. Die Leute schlachten sich ab, die Freiheitskämpfer von gestern benehmen sich genauso schlimm wie die Truppen Gaddafi ist. Und Gaddafi hat nicht nur eine Kugel im Kopf bekommen, was wir ihm alle im Grunde gegönnt hätten, was er viel früher hätte bekommen können. Aber vorher hat der Westen sich ihm ja noch in die Arme geschossen. Aber er ist gefoltert und gefällt worden. Das sind die Methoden dann der Freiheitskämpfer. Man soll nicht so furchtbar einseitig über Schwarz-Weiß denken und man denkt, dass der libanesische Bürgerkrieg 15 Jahre lang gedauert hat. Und die Amerikaner werden nicht intervenieren. Die waren schon in Libyen sehr zurückhaltend und den Franzosen und England, die Hauptlast getragen, übrigens sehr gut funktioniert haben. Nur am Ende ist ihnen die Munition ausgegangen. Und dann haben die, ohne die Amerikaner wäre die Sache schiefgegangen. Wenn ich vielleicht dazu gleich was sagen kann, weil Herr Scholl-Latour vom Chaos in Libyen spricht, was da gerade herrscht. Natürlich gibt es in Teilen Libyens chaotische Zustände. Ich sehe aber auch, dass die jungen Leute, mit denen ich von Benghazi dann schlicht über Westen bis nach Tripolis gefahren bin, dass diese Leute heute auf Facebook posten, ja, dass diese Leute über ihr neues, doch ich glaube schon, dass sie eine Rolle spielen. Ich sehe, dass diese Leute ein neues Freiheitsempfinden haben, dass diese Leute die islamischen Kräfte, nicht der starke Mann dort heißt Abdel Hakim Belhaj, und das sind nicht die Jungs, die da mit dem Facebook rumspielen. Das hat sich doch in Kairo jetzt auch gezeigt. Die spielen überhaupt keine Rolle. Das sind Dilettanten. Nicht mal, um eine Revolution zu machen, muss man Schläger haben und Ganoven haben und nicht irgendwelche junge Leute und Idealisten, die, wie soll ich sagen, untereinander dann Freunde schaffen über Facebook. Ich kann diese Einschätzung einerseits verstehen. Andererseits muss ich sagen, als jemand, der ungefähr im gleichen Alter ist wie diese Leute, die da ihr Leben riskiert haben, um Gaddafi loszuwerden und mit einer anderen Zukunft aufzuwachsen, dass ich persönlich mich sehr für die freue. Dass die heute auf Facebook ihre Meinung äußern können und Freundschaft schließen können und wir als westlichen Journalisten schreiben, wen ergreift sie dort Partei, wenn sich denn die Welt, die Staatengemeinschaft zuständig fühlt, da einzugreifen? Nein, das stimmt ja nicht. Peter Scholl-Latour hat den Titel unserer Sendung angesprochen. Herr Scholl-Latour, lass mich doch kurz mal den Punkt machen. Aber das stimmt nicht, das ist eine religiöse Auseinandersetzung. Jetzt kann ich mich was zu reden, verdammt nochmal. Dieses Geschwafel bin ich leid, über dieses humanitäre Geschwafel. Ich bin gerade jetzt aus dem Irak zurückgekommen. Da haben die Ayatollahs in Najaf mir gesagt, warum tun denn die Christen nichts, um die Christen des Irak zu schützen? Die inzwischen 12, das war immerhin 10% der Bevölkerung, 8% der Bevölkerung, die inzwischen geflohen sind. Das Gleiche wird mit den Christen in Syrien passieren, wenn die Salafisten und die Al-Qaida, die dort tätig ist, gegen Assad, wenn die Macht ergriffen haben. Und das greift dann über auch auf den Libanon, nicht wahr? Also, bleibt doch alles bei dem Punkt. Es geht um die Frage, Herr Scholl-Latour, für wen ergreift man da Partei? Da will ich jetzt mal einhaken und nehme den Titel, den Sie selber angesprochen haben, nämlich Assad lässt Kinder töten. In der Tat müssen wir sagen, selten hat einer unserer Titel eine so engagierte Diskussion ausgelöst. Jürgen Todenhöfer, den wir eingeladen hatten, in der Tat hat uns dann geschrieben, übrigens in einer sehr netten Mail, dass er sich nicht Ich habe sie noch nicht bekommen, wenn mir auch nicht, egal. Naja, aber wenn unter man diesem, Assad-Täter, Herr Springer, kann ich mal kurz zu Ende reden? Bitte. Sonst kommen wir nie zu dem Punkt, tatsächlich. Also, jedenfalls hat Herr Todenhöfer uns gesagt, unter dem Titel fühlt er sich nicht wohl, kommt aber gerne ein anderes wohl, Mal wieder. Kein Problem. Aber dieser Titel hat eine engagierte Diskussion bei uns im Blog ausgelöst. Ich habe Unrecht gegeben. Ich habe gesagt, komm trotzdem. Andrea B. schreibt im Anne-Will-Blog: Sagen Sie einmal bitte, geht's noch? Wissen Sie, was in Syrien vorgeht? Können Sie beweisen, dass Assad Kinder töten lässt? Das können Sie nicht. Und somit betreiben Sie Rufmord.
Uli wiederum schreibt in unserem Blog, typisch, wie die Massen wieder verdummt werden. Assad ist der Böse und die Rebellen sind wie immer für Freiheit, dass ich nicht lache. Die Rebellen schrecken nicht davor zurück, auch Kinder aufs Spiel zu setzen. Sie sind die Ursache für die Massaker. Es fällt schwer, sich da eine ganz eindeutige und zweifelsfreie Meinung zu bilden über das, was geschieht. Ist Ihnen zweifelsfrei klar, dass Assad zum Beispiel das Massaker von Al-Hawla zu verantworten hat und dass er deshalb gestoppt werden muss? Frau Will, ich bin kein Nahostfachmann. Ich habe mich zwar auch in der Gegend herumgetrieben, aber ich bezeichne mich nicht als Experten. Mhm. Und Ihre Frage kann ich nicht beantworten. Mhm. Mir geht es mehr darum, was können wir tun, ja, was müssen wir tun. Und wenn ich dann höre, wir sollten militärisch eingreifen, dann sage ich, das ist, ich finde, genauso schlimm wie alle hier in diesem Kreis, was dort passiert, was immer es ist. Mhm. Aber militärisches Eingreifen wäre kontraproduktiv. Warum? Weil ich habe gerade ein NATO-Buch geschrieben und habe dabei sämtliche militärischen Interventionen der letzten 20, 30 Jahre mal studiert. Die sind alle viel schwieriger gewesen. Die haben alle viel länger gedauert, sind kostspieliger geworden, als man dachte. Und das Ergebnis, da gebe ich Scholl Latour recht, war überhaupt nicht das, was man ursprünglich anvisiert hatte. Wir werden da nicht 10.000 Tote und in Syrien haben wir jetzt, sondern wie in Algerien 200.000. Und das könnte man also das könnte man unterfüttern mit den 160.000 Toten, die der Irakkrieg gekostet hat, 1,5 Millionen Iraker aus ihrer Heimat vertrieben. Außerdem, wir können es gar nicht. Und jetzt so zu tun, als könnte der Westen, als hätte er das militärische Vermögen, dort einzugreifen. Die Türkei, sagt ja, Michael Wolzer. Ja, wer ist der Westen, genau? Das ja, aber wer ist die internationale Gemeinschaft? Richtig. Und wenn die Türkei eingreifen will, ich weiß nicht, ob sie das tut, denn Herr Assad hat eine Armee von 460.000 Mann. Das ist nicht Libyen. Und es ist nicht so, dass die Türken ungeheuer beliebt werden. Die haben 400 Jahre lang die arabische Welt beherrscht und haben sich nicht keine besonders freundlichen Erinnerungen. Also es gibt, ich komme jetzt doch mal zur Religion zurück, verdammt nochmal, es gibt 12 Millionen Alawiten dort. Und das ist eine Sekte, geheim, es sind keine Schiiten, es ist sehr viel komplizierter. Und die Leute sind eingeschworen auf das Regime, haben vom Regime profitiert, haben die Schlüsselstellung inne. Wenn die Salafisten siegen, nämlich das ist die Gegenkraft, mit Al-Qaida, die auch auf der dort tätig ist, wenn die den Sieg erringen, dann werden die nicht nur ihre Posten und ihren Reichtum verlieren, sondern sie werden massakriert werden. Also man muss auch mal die Leute werden bis zum Letzten kämpfen. Was nun die Stärke der syrischen Armee betrifft, die soll man nicht überschätzen. Wenn da 3 türkische Divisionen einmarschieren, dann haben sie Syrien besetzt. Aber was haben sie damit gewonnen? Ein militärisches Eingreifen, um das zu klären mit Ihnen, Ihre Haltung dazu. Sehen Sie es ähnlich risikolos wie Julian Reichelt? Oh, absolut. Wir haben Afghanistan einen Krieg verloren. Wir haben im Irak einen Krieg verloren. Wir sind aus Somalia abgehauen. Was soll man noch verlieren? Wir haben Libyen im Grunde, ist auch oft total schief gegangen. Nach dem Massaker in Homs eine Pro-Assad-Demo in Berlin. Wieso sind Sie heute hier? Ja, um den Präsidenten Bashar al-Assad zu unterstützen. Wir sind hier, weil Sie genau wissen, was los ist in Syrien. Und wir kennen die Wahrheit. Von wem kommt denn die Gewalt, von der wir jeden Tag in der Zeitung lesen, im Fernsehen sehen? Die Gewalt wird bezahlt mit Dollars. Es hat sich bewiesen, dass der Dollar auf Erde mehr Macht hat als Gott. Die Leute werden mit Dollars bezahlt, um Syrien kaputt zu machen. Sie werden finanziert von Hamad, von Katar, von Saudi-Arabien, von USA, von allem, die gegen Syrien sind. Diese Leute sind Faschisten. Und das ist eine Schande, dass man diese Leute als Oppositionellen bezeichnet. Es wird gelogen, gelogen, gelogen ohne Ende. Ich sage Ihnen nicht, dass es keine Oppositionelle gibt, dass keine Leute auf der Straße gehen. Aber das sind die Minderheit. Die Mehrheit der Syrer sind für Bashar al-Assad. Das syrische Militär
macht seinen Job. Sein Job ist nun mal, die Bevölkerung zu beschützen. Und die Bevölkerung braucht Schutz gegen Terroristen. Es gibt ja Vorwürfe, dass das syrische Militär massiv gegen Zivilisten vorgeht. Es gibt Berichte über Massaker an Kindern und Frauen. Niemals gegen Zivilisten, niemals. Das ist alles falsch, weil durch die Medien hier einfach nicht die richtige Wahrheit rübergebracht wird. Ist Assad ein Vorbild für Sie? Ein Vorbild? Naja, unter anderem schon. Also er macht seinen Job richtig. Und ich würde auch gern später meinen Job richtig machen. Libyen hat gerade mal 6,5 Millionen Einwohner. In Syrien leben 21 Millionen Menschen. Und das Land liegt mitten im Krisenherd Nahe Osten. Gaddafis Armee umfasste rund 120.000 Mann. Die syrische Armee dagegen besteht aus über 400.000 Soldaten, hochgerüstet mit modernen russischen Waffen. In Libyen gründeten die Rebellengruppen schon früh gemeinsam den Übergangsrat. In Syrien sind die Rebellengruppen zersplittert. Gaddafi war am Ende völlig isoliert in der Staatengemeinschaft. Syrien aber wird derzeit noch von einflussreichen Staaten gestützt, etwa von China, Iran und von Russland. Persönliche Auffassung. Wir haben das Kernproblem überhaupt nicht berührt, Frau Will. Das Kernproblem ist überhaupt nicht zur Sprache gekommen, dass nämlich Syrien die Verbindung ist zwischen Iran und dem Libanon und dass dieses Bindeglied herausgebrochen werden soll. Darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Es werden doch Waffen geliefert von Saudi-Arabien, von Katar und die Amerikaner stecken dahinter. Damit mischen wir uns in den Bürgerkrieg ein. Aber wir gießen Kerosin ins Feuer. Aber meiner Meinung nach ist es ganz sicher nicht die Mehrheit, die hinter ihm steht. Er hat mit Sicherheit eine gewisse Unterstützerschaft noch in der Stadt. Das ist die obere Mittelschicht. Das sind einige Minderheiten, die sich Schutz von ihm erwarten. Da hat er schon noch eine Unterstützung. Unter anderem die Christen. Sollte man nicht vergessen. Das im Prozentbereich zu beziffern, halte ich für schwierig. Ich habe in Libyen erlebt, dass es immer so aussah, als hätte Gaddafi eine gewisse Unterstützung in der Stadt, besonders in seiner Festung. Die hatte ja auch gehabt, verdammt noch, die kämpfen ja heute noch. Herr Schallatour, lassen Sie mich kurz ausreden. Die kämpfen doch heute noch. Herr Schallatour, lassen Sie ihn ja, aber das ist doch alles Unsinn, was Sie erzählt haben. Herr Schallatour. Ich höre gerne unseren anderen Gästen auch mal zu. Sagt, die militärischen und dann finde ich das nicht Unsinn, sondern bin gespannt, was abzuhauen. In Irak ist alles schiefgegangen und reden von einem neuen militärischen Interesse. Muss man doch verrückt sein. Lassen Sie doch bitte.